In Ein Kurs in Wundern dreht sich alles um das Wort Vergebung. Es ist tatsächlich eins der meistbenutzten Worte in dem Kurs und es ist für Kursschüler der Dreh- und Angelpunkt und das Werkzeug, was sie sich aneignen müssen. Aber es gibt auch viele andere Formen, die den gleichen Inhalt lehren, wie eben Ein Kurs in Wundern. Und auch diese Formen müssen vergeben, wenn sie dann erwachen wollen. Also auch wenn du diese Form benutzt, wirst du Vergebung nutzen müssen, wenn du wirklich hier aus dieser Matrix aussteigen willst. Du wirst dann vielleicht das Wort Vergebung nicht benutzen, sondern ein anderes. Aber auch hier ist der Inhalt wieder der gleiche. Und um diese wahre Vergebung dreht sich heute alles in meinem neuen Video, zu dem ich dich ganz recht herzlich einladen möchte. Ja, also du hörst es an jeder Ecke. Kursschüler benutzen das Wort gerne und oft schwingen sie das wie ein Zauberstab, das sage ich immer gerne. So, das musst du vergeben. Das ist so ein Spruch, den habe ich im Laufe meines kursischen Lernens schon so oft gehört. Es ist schon zu einer kleinen Parodie geworden. Und das ist nicht das, was Vergebung sein sollte. Also Vergebung ist ein Wort, das oft falsch verstanden wird. Und wie gesagt, nochmal ganz deutlich betont, das ist nicht Kursschülern vorbehalten und alle anderen müssen nicht vergeben. Die gehen einen anderen Weg und die erwachen auch, aber die müssen nicht vergeben. Doch, die vergeben auch, aber die benutzen ein anderes Wort. Also wenn du jetzt jemand bist, der gar nicht den Kurs in Wundern macht, aber trotzdem hochgradig spirituell ist, nach Hause will, aus der Matrix aussteigen will und erkennt, dass er nur träumt, wenn du so jemand bist, dann wirst du auch vergeben. Aber du wirst das Wort vielleicht nicht benutzen. Und um das Wort ranken sich ebenso viele Mythen. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz tief drauf eingehen. Und gerade auch für Menschen, die jetzt den Kurs noch nicht so lange machen, aber auch für Menschen, die vielleicht hin und wieder mal ihrem spirituellen Ego da aufsitzen, gerade für die ist dieses Video jetzt. Und zur Erinnerung eben für uns alle, weil es so wichtig ist. Ich möchte da erstmal mit dem Kurs beginnen, obwohl du das eben wirklich eins zu eins auf alle anderen Formen übertragen kannst. Du wirst auch gleich sehen, warum das so ist. Also, ein Kurs in Wundern nutzt ja viele Begriffe, die wir aus dem Christentum kennen, aber er benutzt sie ganz anders. Und wenn du den Kurs eine Zeit lang schon machst, dann wirst du begreifen, dass Jesus die Begriffe bewusst nimmt, damit er sie eben vergeben kann. Er überträgt sie ins Rechtgesinnte, er überträgt sie in die wahre Wahrnehmung. Er rückt seine ganzen Sachen, die ihm in den Mund sozusagen gelegt wurden in der Bibel, rückt er zurecht mit dem Kurs. Und deswegen benutzt er diese Worte und er fordert dich auch auf, nicht deine Welt zu zerstören, sondern alles, was du jetzt siehst, zu Lernzwecken ihm zu geben. Und er wird genauso die Sachen für dich übersetzen, nämlich in die Reinform, in die Liebesform. Dazu ist alles da und auch das Wort Vergebung. Menschen vergeben, so lernen sie das von Kindesbein an, weil sie einen Fehler gemacht haben, beziehungsweise da draußen sehen, dass da jemand einen Fehler gemacht hat. Der Fehler findet in der Box statt. Wir sind hier getrennt und wir spielen hier das Spiel mit der Schuld. Ohne das Schuldspiel, ohne dass ich dir jetzt sagen würde, du hast das und das gemacht und du bist auf jeden Fall schuld. Also ohne dass das nicht tagtäglich mit allen möglichen Leuten in allen möglichen Formen passiert, würde es die Welt nicht geben. Schuld bedeutet immer, da ist etwas falsch gelaufen und da gibt es Opfer und es gibt Täter. Opfer, Täter, Schuld, das ist ein Spiel. Und um dieses Spiel auszufechten, brauchst du, du brauchst sozusagen ein Stadion, ja, oder eine Arena. Du brauchst auf jeden Fall einen Platz und du brauchst Zeit dafür, denn es braucht Zeit, um, ja, erstmal was zu tun, was einem anderen wehtut und um es dann in die Länge zu ziehen und dich immer wieder dran zurückzuerinnern, dass er das getan hat. Und das ist eben, diese Arena ist eben Raum und Zeit. Und die Spiele sind die Schuldspiele.
Und die haben immer so wie zwei Mannschaften, Täter und Opfer. Und du verschiebst eben pausenlos die Schuld. Und das ist hier in der Welt normal. Und in dem Moment, wo du jetzt in deiner Box, wo das alles stattfindet, wo du ja auch deine Urteile findest und so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs in Wundern findest oder auf jeden Fall eine leichte Erinnerung an dein Zuhause aufdämmert, dann willst du den Ausgang finden und dann brauchst du ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist ausnahmslos immer die Vergebung. Also die Vergebung, wie Jesus sie dich jetzt lehrt oder eben wie sie in einer anderen Form anders heißt, wo wir eben gleich noch drauf kommen werden. Also, diese Welt hat natürlich auch die Vergebung oder die Verzeihung oder dieses, ja, ich kann dir vergeben, aber vergessen kann ich nicht. Oder eben, du kannst tatsächlich sagen, doch, ich kann vergeben und vergessen. Dann bist du besonders gütig in deiner Box. Da gehst du nicht out of the box. Da hat's für dich der andere getan. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Vergebung, wie das Ego sie lehrt, nicht nur in Religionen, sondern auch ganz normal in der Gesellschaft, auch im Atheismus. Das ist diese Vergebung, die eben bezeugt, dass es einen Schuldigen gibt. Es gibt ein Opfer, es gibt einen Täter. Und weil wir ja so gutmütig sind und weil ja natürlich wir gut sein wollen und weil ja natürlich Menschen Fehler machen, vergeben wir dann. Wir vergeben, was der andere getan hat. So. Punkt. Das machen wir seit Jahrmillionen Jahren. Manche können nicht vergeben, manche sind da ganz großzügig. Das sind dann wirklich die, die dann so hochgehalten werden als gute Beispiele. Ne? Das ist ja so ein Lieber und das sind die guten Menschen und so gläubig und was du dann halt alles im Ego aufzählen könntest. Aber es bleibt in der Box. Ja? Nichts ist da gewonnen. Und jetzt suchst du aber den Ausgang. Und jetzt erkennst du plötzlich, egal ob mit einem Kurs in Wundern oder nicht, du erkennst plötzlich, wann auch immer das geschehen ist, es ist nicht real. Da stimmt was nicht. Da ist irgendetwas, das ist nicht richtig. Und jetzt bekommst du die Vergebung, wie ein Kurs in Wundern sie dich lehrt. Jesus sagt uns in einem Kurs in Wundern, du Bruder, du träumst nur, der andere hat es gar nicht getan. Aha, das ist der erste Schritt. Der andere hat es gar nicht getan. Und das musst du fortan in deinem Geist behalten. Und da passiert dann eben ganz, ganz oft, dass Kursschüler das ja im Geist behalten wollen, weil sie wissen, sie müssen sich das aneignen. Das ist unserem Geist nicht zu eigen. Weil wir ja in der wahren Wahrnehmung, beziehungsweise nicht mal da, weil wir in der Erkenntnis, wo wir herkommen, nichts vergeben müssen, weil da ist alles wahr, da ist alles Einheit und alles Liebe. Was willst du da vergeben? Da kannst du nicht sagen, das ist nicht wahr. Diese Verleugnung, die Vergebung eigentlich ist, das ist ein anderes Wort für Vergebung, die Verleugnung. Die musst du dir aneignen, weil du jetzt im Traum bist. Und um aufzuwachen, um dich zu erinnern, musst du verleugnen. Du musst beginnen zu verleugnen. Es ist für jedes Ego ist das eine Perversion. Vor allen Dingen, wenn das jemand, der eben nicht aufwachen will, gerade in einem sehr schlimmen Traum ist, wo es vielleicht gerade wirklich Vergewaltigung gibt, Mord, Totschlag, es ganz schlimme Ungerechtigkeiten, die hier in der Box passieren, ja? Das verstehen viele so falsch. Also, wenn du jetzt mit der Vergebung arbeitest und aber immer wieder sagst, ja, das ist nicht so schlimm, dann ist das nicht Vergebung. Es ist nicht wahr, das ist was anderes. Schlimm fürs Ego in der Box ist es im Moment schon. Also, wenn du vergewaltigt wirst oder gefoltert wirst oder jemand dein Kind umbringt, dann ist das für dich in dem Moment im Bühnenstück schlimm. Im Bühnenstück, in Zeit und Raum. Und da gibt es auch nichts drüber zu lamentieren oder zu sagen, ja, und dann, ja, der Verbrecher oder der Täter ist ja gar nicht wirklich ein Täter und der Täter muss auch nicht eingesperrt werden. Also dann hätten wir hier Sodom und Gomorra, haben wir ja sowieso schon. Du siehst ja, wo es gerade drauf hinausläuft, weil Ego sich stark aufbäumt. Schau dir unsere Welt an. Wir brauchen viel, 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 viel mehr.
wie soll ich sie nennen? Lichtarbeiter. Sei ein Lichtarbeiter. Bring der Welt deinen Frieden, deine Liebe, deine Vergebung, damit wir wach werden können. Wir brauchen dich. Ja? Und du wirst von einem Traum in den anderen rutschen. Und der Traum ist zwar nicht real, aber das kannst du Millionen Jahre so machen. Und das ist das ganze Drama. Und deswegen, also einfach nur den Zauberstab zu schwingen und zu sagen, ja, das vergebe ich mal. Damit ist es nicht getan, Bruder. Das ist nur eine Floskel. Und spirituelles Ego spaltet dein Schmerz, deine Angst, dein Drama von dir ab. Und das hat Ego so geschickt eingefädelt mit seinem unbewussten Hauch. Und dann spielst du Spiritualität. Aber du musst tatsächlich in dein Grauen reinschauen. Und das kannst du in der Regel tatsächlich nur mit deinem einzigen inneren Lehrer, der es mit dir anguckt. Und du erfährst dein Bühnenstück hier. Und da ist es für dich noch real. Und da fühlst du die Angst, die Schuld, das Drama. So, aber wenn du jetzt den Kurs machst oder eben eine andere Form, dann wirst du nicht mehr zurückschlagen. Du wirst nicht mehr dem anderen Kontra geben. Du wirst dem anderen nicht mehr böse Sachen sagen. Du wirst dem anderen nicht mehr, auf Deutsch gesagt, in die Fresse hauen. Du trittst in dem Moment zurück. Das ist der erste Punkt, wenn es um Vergebung geht. Es sagt dir einer was, es tut dir weh. Es macht einer was, es tut dir weh. Als Ego schlägst du zurück und du wirst Verbündete finden, die bezeugen, dass der andere böse ist. Du lässt dich aber jetzt immer weniger in Versuchung führen. Ja, so wie Jesus eben, der hat sich ergreifen lassen und hat sich ans Kreuz nageln lassen. Der hätte flüchten können, hätte er. Hat er nicht. Er wusste, er wird ergriffen, aber ihm konnte eben nichts passieren. Er hat es vollständig vergeben. Also du erkennst das jetzt und willst deine Emotionen nicht weghaben und sagst auch nicht einem anderen, der jetzt auch den Kurs macht und der jetzt sagt, oh mein Gott, der andere hat mir das und das gesagt und das tut mir weh oder der hat mich verlassen oder so, sagst du nicht, ja, dann vergib es mal schnell. Das tust du nicht, aber du erinnerst deinen Bruder dann, dass er jetzt durch die Blockade gehen muss, dass er beleuchten muss und das solltest du mit ihm tun und oder er eben alleine. Das Problem ist eben, dass viele Leute beim Blockadenleuchten stecken bleiben. Also wenn du die Blockade beleuchtet hast, dann muss sie weg sein. Dann hat der Heilige Geist sie weggenommen. Wenn du natürlich es wieder haben willst und in die Box wieder runterziehst, dann bist du, also dann ist das Spielzeugvergebung. Also es muss wirklich so sein, dass du nicht mehr beschuldigst, einen anderen nicht mehr beschuldigst, weil du erkennst, die Projektion ist aus dir. Also du siehst in einem anderen ja nur, grundsätzlich nur das, was du in deinem Geist nicht erträgst. Und das willst du nicht haben. Das ist das Schuldspiel, das ist der schwarze Peter, den du jemandem in die Schuhe schiebst. Und jetzt sagt dir Jesus oder der Heilige Geist oder dein innerer Lehrer, pass mal auf, du träumst nur. Und lass es vergehen, leugne das. Das bedeutet jetzt nicht zum Beispiel, also nochmal, um jetzt in die Praxis des Traums zu kommen, das bedeutet nicht, dass wenn du zum Beispiel, wenn bei dir eingebrochen wurde, dass du nicht die Polizei rufst und sagst, ja, ich träume ja nur. Wenn bei dir eingebrochen wird und du rufst die Polizei, dann dient es dir zum Besten, dann hast du ein Rendezvous mit der Polizei und alles andere dient euch zum Besten. Das darfst du nicht vergessen. Du wirst hier dieses Spiel zu Ende spielen, aber du wirst immer mehr von den Bühnen runtergehen. Du wirst dich nicht mehr versuchen lassen. Und du wirst es eben zu Lernzwecken, wirst du die Dinge noch so sehen, wie sie sind, aber du wirst dich regelmäßig hierhin erheben. Und hier findet wahre Vergebung statt. Wenn du hier erkennst, dass der andere mit dir nur ein Stück gespielt hat, was da stattgefunden hat, dann vergehen hier oben deine Emotionen und dann fühlst du Liebe. Dann fühlst du tatsächlich Liebe, egal was passiert ist, weil du erkennst in dem Moment, dass das, was da unten ist, nur ein Spiel ist und dass du nicht das arme Opfer bist, sondern dass du mit dem Täter zusammen eine Perversion erschaffen habt, auch wenn es noch so grausam ist, auch wenn du jetzt noch so sagst, ja, aber ein Kind hat das doch nicht erschaffen.
Bruder, das Kind ist kein Kind. Auf der Bühne spielt dein Bruder hier ein Kind. Das ist dein reiner Geistteil. Es ist ein reiner Geistteil von dir, der hier auf diese Bühne geht, um diese Perversion auszuleben. Und du wirst nicht wach werden, wenn du weiter Schuld verschiebst und weiter sagst, ja, aber das kann ich nicht vergeben. Du sagst nichts anderes, wenn du sagst, ich kann das nicht vergeben, dass das für dich real ist und dann bist du nicht in einem Traum. Wenn du nicht in einem Traum bist, dann wirst du sterben, dann bist du auch geboren und dann ist das hier real. Und dann hat Gott dich hier hingeschickt oder aus dem Atheismus heraus, es ist eine Laune der Natur, es hat plötzlich Bumm gemacht, es gab einen Urknall und plötzlich war Leben da. Also, du musst dich entscheiden. Und was wollte ich gerade sagen mit was Vergebung in anderen Formen ist? Also andere Formen nennen es nicht Vergebung, weil Vergebung musst du schon korrekt erklären, ansonsten verwirrt das, weil Ego wird sich das greifen. In anderen Formen heißt es, du durchschaust die Matrix. Du erwachst, erwachen. Der Prozess des Erwachens ist tatsächlich eine Form der Vergebung. Weil jemand, der am Erwachen ist, der wird immer weniger getriggert von den Dingen in der Box. Der hat schon sehr gut seinen Geist trainiert, hat schon sehr viel von seinen Etiketten da abgezogen, von seinen Urteilen und erkennt immer mehr, dass da draußen nur ein Spiegel ist, ein Spiegel seiner selbst und dass er niemanden beschuldigen kann, ohne sich selbst zu beschuldigen. Du bist irgendwann an einem Punkt, wo du die Trennung in deinem Geist so weit aufgelöst hast, dass wenn du einen anderen beschuldigen willst, dass dir jedes Wort im Halse stecken bleibt, dass du begreifst, dass du gerade das Spiel wieder spielst, dass du gerade wieder dich trennen willst von einem Teil von dir. Und in dieser Phase, wenn du immer öfter erkennst, dass der andere es nicht getan hat, und das kannst du nur hier oben, wird es häufig zu Irritationen in Beziehungen kommen. Und da kann es passieren, dass Menschen das jetzt nicht mehr haben können, mit dir sozusagen zusammen zu sein, weil sie nicht verstehen, was du da machst. Und manchmal sind das sogar auch Kursschüler, weil sie immer noch urteilen, immer noch da draußen die Feinde sehen, die Politiker, die, was weiß ich, irgendwelche Randgruppen oder weil sie immer noch meinen, sie müssten ihren Senf dazugeben. Und den Senf dazugeben ist immer, das ist doch wahr, ich mach die Welt. Ja, du wirst immer stiller, was weltliche Belange angeht, immer stiller. Und das ist ein Lernprozess. Und Vergebung ist nichts anderes, als du durchschaust die Matrix. Und wenn es nicht wahr ist, dann hat es der andere nicht getan. Ich kann dir mal zwei Beispiele geben. Ein sehr persönliches Beispiel und eins, das kennst du auf jeden Fall auch. Und zwar ist das Beispiel mit dem Nachtraum. Also du kannst nachts so intensiv träumen, so intensiv träumen von Menschen, die du kennst, dass die dir irgendwas antun, dass du am nächsten Morgen wach wirst und erstmal wütend bist auf die Menschen. Dabei haben sie es nicht getan. Das kennst du. Alles, was in deinem Traum ist, hast du da reingelegt und was du da ausagierst. Du glaubst ja auch, du kannst deinen Traum nicht steuern. Ne? Es sei denn, du praktizierst luzides Träumen. Aber wir gehen mal vom ganz normalen Nachttraum aus. Du weißt ja nicht, warum du bestimmte Dinge träumst. Klar, du kannst die Träume analysieren und so weiter. Kannst ein Traumtagebuch führen. Oft kommen da erstaunliche Ergebnisse bei raus, denn es bist ja auch wirklich du, der das geträumt hat. Aber es ist wirklich so, dass du ja morgens deine Hände in Unschuld wäschst und sagst, ich war das nicht. Es hat mich geträumt. Und das stimmt ja so nicht. Und da wirst du mir recht geben. Es hat dich nicht geträumt. Es kam alles aus deinem Unbewussten hoch. Und du hast halt alles Mögliche aneinandergereiht. Manchmal weißt du, warum es zu so Träumen kam, aber ganz oft auch nicht. Und viele Träume vergisst du auch. Und das ist ein super Beispiel tatsächlich, was Vergebung ist. Also, was du für Vergebung benutzen kannst. Übertrag das jetzt mal auf dein scheinbares Wachgeschehen. Du bist nicht wach.
Du glaubst das nur. Und in diesem scheinbaren Wachgeschehen hat es der andere einfach nicht getan. Das ist eins zu eins wie dein Nachttraum geschehen. Ja? Das ist das eine. Und das andere, es ist ein Ereignis, was in meiner Kindheit stattfand. Und da wirst du dich auch reinversetzen können, denn auch du warst mal ein Kind. Kinder sind ja, wie du weißt, sehr vertieft in den Dingen, die sie tun. Und sie gehen dann voll in ihren Rollen auf. Und bei mir ist das so gewesen, als ich sehr klein war, also so Kindergartenalter, Grundschulalter, diese Zeit, wo man wirklich noch ganz Kind ist. Da habe ich sehr viel draußen gespielt und ich war ein sehr wildes Kind und ich habe mit ganz vielen Jungs gespielt, denn in meiner Umgebung haben tatsächlich nur Jungs gewohnt und wir waren da ein ganzes Kinderrudel und wir haben gerne Indianer gespielt und eben solche Raufspiele auch. Teilweise haben wir uns wirklich wehgetan, aber wir haben es nie dem anderen hinterher in die Schuhe geschoben, weil wir wussten ja, wir haben gespielt. Und einmal war es halt tatsächlich so, da haben wir mal wieder Indianer gespielt und wir haben uns echte Pfeil und Bogen hergestellt. Wir haben also wirklich so mit Stöcken, haben wir da halt uns was zurecht geschnitzt und gebastelt und die Pfeile haben wir als dumme Kinder angespitzt und wir haben uns damit gejagt. Und einer meiner Freunde hat dann bei diesem Spiel mit dem Bogen auf mich gezielt und der Pfeil, der hat mein Gesicht getroffen und zwar 2 Zentimeter unter meinem Auge blieb er stecken, dieser Pfeil. Also ich hätte mein Auge bei diesem Spiel verlieren können und meine Eltern sind dann mit mir ins Krankenhaus gefahren und klar, die Ärztin hat mich auch ausgeschimpft, hat gesagt, wie könnt ihr sowas spielen? Das ist gefährlich. Das ist dieses scharfkantige Spielzeug. Und egal, was passiert ist, egal, wie schlimm es auch war, auch meine Freunde, mit denen ich gespielt habe, waren ja super erschrocken. Aber wir haben uns nie die Schuld gegeben, nicht mal für dieses gefährliche Spiel. Weil zu dem Zeitpunkt mit 7, 8, 9 hatten wir noch nicht das Bewusstsein dafür. Wir wollten halt spielen. Und klar, wir haben uns dann von unseren Eltern sagen lassen, das ist scharfkantiges Kinderspielzeug, das tut man nicht. Und es ist ja auch glimpflich ausgegangen. Aber ich habe doch in dem Moment, nicht in einer Minute, in einer Sekunde, damals dem Dirk, der das gemacht hat, die Schuld dafür gegeben, dass er mir einen Pfeil ins Auge schießen wollte. Der Junge hat mir damals gesagt, er ist so in dem Spiel aufgegangen, und das hat er auch unseren Eltern gesagt, er ist so in dem Spiel aufgegangen, dass das für ihn total normal war zu schießen. Ja? Was will ich dir jetzt damit sagen mit dieser Anekdote? Geh mal in deine Kindheit, da wirst du sowas vielleicht auch erlebt haben. Also bei mir ist es halt glimpflich ausgegangen, aber wir wollten uns nicht verletzen, wir wollten spielen. Und jetzt geh mal in dein Vorleben, wollte ich gerade sagen, zurück. Jetzt geh mal in deinen ersten Traum zurück, an den wirst du dich nicht erinnern können. Aber in deinem ersten Traum hast du genauso wie ein Kind, was Indianer spielt und Cowboy spielt und wilde Spiele spielt, hast du dir genau diese Szenerien ausgemalt. So wie ich als Kind, der Indianer sein wollte, unbedingt, so wolltest du eben der Hausbesitzer sein, bei dem die ganze Bude verwüstet wird. So wie ich als Kind gejagt werden wollte von einem Cowboy, weil es ein Spiel war, so wolltest du, dass in deinem Haus eben der Einbrecher kommt. Ja, oder dass dein Chef dich mies behandelt. Das ist fürs Gehirn, ja, fürs Ego, dass das Gehirn benutzen will für seine Zwecke, schwer zu verstehen. Aber es ist so. Du kommst aus der Nummer nicht raus, wenn du das nicht begreifst. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und jeder, der Schauspieler ist oder gerne spielt, sich gerne in Rollen reinversetzt, der wird das genauso sehen. Ein richtig guter Schauspieler, wenn der den Kurs lernen will oder eine andere Form in geistigem Erwachen, der wird das wahrscheinlich sehr viel schneller begreifen, weil er das eins zu eins überträgt, weil er das den ganzen Tag tut.
spielen und weil er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich wirklich wütend ist, plötzlich wirklich, ne, die Dinge erlebt. Du, es gibt Schauspieler, die gehen so in ihren Rollen auf. Also ich bin der Meinung, dass gerade die Menschen das wahrscheinlich besonders gut verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, weil sie kennen das aus eigener Erfahrung. Es ist ja nur ein Spiel. Und wahre Vergebung ist kompromisslos und die findet immer hier statt. Deswegen steht auch mal im Kurs, erst vergeben, dann verstehen, weil du kannst natürlich jetzt nicht, wir nehmen mal jetzt so ein kleines Szenario, du kannst natürlich nicht, wenn du dich jetzt mit deiner besten Freundin über Politik gestritten hast, die wählt jetzt das, du wählst das und ihr könnt das gar nicht verstehen. Da kannst du natürlich dich total drin verfangen und sagen, ja, aber das ist doch jetzt so. Also wenn du das jetzt, wenn du nicht den Cut machst an der Stelle und zurücktrittst, die Sühne für dich annimmst, also die Schuldlosigkeit für dich und für den anderen, und in dem Moment erkennst, dass das ein Spiel ist, und dann sagst, nein, stopp, das will ich nicht. Stopp, das will ich nicht, das ist nicht wahr. Auch wenn du dann vielleicht den Raum verlässt, weil es euch vielleicht besser tut, damit ihr nicht weiter in die Spiele geht. Wenn das passiert, dann kannst du dich hierhin erheben. Und wenn du dich hierhin erhoben hast, dann schaust du von da nach unten und dann verstehst du, was eben damit gemeint ist mit der Vergebung. Du fühlst dich dann nicht mehr schuldig und gibst dem anderen auch nicht die Schuld mehr. Und dann passieren ganz tolle Sachen. Also wenn du wirklich mal hier hinkommst und auch mit deiner Form, wenn du jetzt nicht vergibst, also wirklich diese Verleugnung, dieses du lässt das vergehen, wenn du das wirklich mal machst, dann kommst du in deine Verantwortung, in deine Selbstliebe auch und dann begreifst du, dass du unantastbar bist und dann zeigst du auch dem anderen nicht, dass es dich irgendwas wirklich berührt, weil du den anderen nicht weiter in Versuchung führen willst. Dem anderen zu zeigen, boah, du hast mir aber wehgetan, ist voll das Spiel. Und du hast vergessen, dass ihr so verabredet seid. Die Konsequenz daraus ist, du gehst von der Bühne. Das bedeutet nicht, dass der andere jetzt in deinem Leben nicht wichtig wäre. Es kann sein, dass ihr euch nicht mehr seht. Es kann sein, dass ihr euch nach einer Zeit wieder seht. Es kann sein, dass eine Lernebene vorbei ist, so wie das ganz, ganz, ganz oft so ist. Aber du bekommst auch wieder neue Lehrebenen. Aber die Verantwortung bleibt in deinem Geist, hier oben. Du musst weiter das, was du da siehst, das Szenario vergeben, vergehen lassen, durchschauen. Ja? Fühl die Angst, fühl sie aus, fühl deine Emotion, fühl sie aus, aber nicht alleine. Fühl es mit deinem einzigen inneren Lehrer, mit dem Heiligen Geist. Und dann sieh, dass du diese kleinen Spielchen da in diese Box gelegt hast, die nicht real ist. Diese eine Box ist eine Box von vielen Boxen, die du schon für dich fehlerschaffen hast. Weißt du, wie viele Boxen du schon gemacht hast seit Anbeginn der Zeit? Repräsentiert durch einen Körper. Weißt du, wie viele Körper du schon benutzt hast? Wie viele Menschen du schon getötet hast? Wie oft du schon getötet wurdest? Wie viele Menschen du schon verbal oder körperlich verletzt hast? Weißt du das? Nein, das weißt du nicht mehr und das ist auch nicht wichtig. Also manche können sich an andere Traumsequenzen erinnern, aber Fakt ist doch, das ist alles in der Box und es spielt keine Rolle, was du mal gemacht hast, weil alles, was jetzt da ist, alles, was du jetzt siehst, ist ein Spiegel der Vergangenheit und du musst nur das vergeben, was jetzt da ist. Und deswegen kann es auch sein, dass jemand auf deine Bühne kommt, dir in die Fresse haut, obwohl du doch jetzt so lieb bist. Es kann sein, dass du mal irgendwann mit diesem Geistteil das Spielchen andersrum hattest. Und du siehst doch nur einen Bruchteil einer Situation. Der Heilige Geist sagt uns, du kannst nicht urteilen. Kannst du nicht, weil du subjektiv wahrnimmst, autonom handelst, weil du dich trennen wolltest, weil du hier Erfahrung machen wolltest, weil du in dieser Matrix was lernen wolltest, in diesem Labyrinth. Und jetzt begreife doch, dass du urteilen wirst, aber dass du das Urteil sofort deinem inneren Lehrer geben musst. Und der wandelt es um als Ruf nach Liebe, wenn es nicht schon Liebe ist. Wenn du also etwas siehst, was dich stark berührt,
dann gib es deinem inneren Lehrer und bitte ihn, das mit dir anzuschauen und es als Liebesurteil umzuwandeln und als Ruf nach Liebe zu erkennen, damit du deine Emotion mit ihm ausfließen lassen kannst. Das fühlt sich nicht immer toll an, aber du suchst dir jetzt keinen Verbündeten mehr, wo du über einen anderen lästern kannst, wo du sagst, der hat aber auch böse Sachen mit mir gemacht. Du beschuldigst dich selbst auch nicht mehr. Du gibst das alles deinem einzigen inneren Lehrer, sehr intim. Du hältst nichts hinterm Berg. Deine ganzen Gedanken gibst du ihm. Du erträgst mal deine Scham und auch deine Schuld. Du wirst dann zurücktreten und die Sühne für dich annehmen. Scham ist genauso schlimm wie Schuld. Das ist im Grunde dasselbe. Du hast Fehler gemacht, oh mein Gott, und du bist schlecht. Und da muss die Selbstliebe ansetzen. Und Selbstliebe ist nichts anderes, als du nimmst die Sühne für dich an und erinnerst dich, wer du in Wahrheit bist. Und dann bist du hier. Und dann ist die Sache für dich erledigt. Dann kannst du hier weitergehen. Und dein Gewahrsein wird sich von allem verändern. Du bist nicht mehr so schnell traurig, wütend und so weiter. Die kleinen Emotionen, die werden immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und du wirst nicht zum Bioroboter, weil statt der kleinen Emotion darf ja jetzt endlich das Licht Gottes dahinter hervorleuchten. Da kann jetzt endlich die wahre Liebe, der wahre Frieden, der Geistesfrieden hervortreten. Und du kannst dann immer öfter hier sein und kannst der glückliche Schüler sein, der sich nicht dafür schuldig fühlt, dass er lernt. Und Vergebung wird dir in Fleisch und Blut übergehen. Das ist nichts, wo du Zaubersprüche aufsagst. Du brauchst nicht mal ein Wort. Du switcht in ein anderes Gewahrsein. Du legst den Schalter um. Du siehst, da ist nichts bedroht. Du willst nichts brennend mehr haben. Und das ist, was wahre Vergebung ist. Und das musst du praktizieren. Und wenn du eben nicht den Kurs machst oder wenn das Wort Vergebung dir suspekt vorkommt, dann solltest du trotzdem erkennen, dass du etwas verleugnest. Wie gesagt, und dann deinen inneren Lehrer fragst, was jetzt zu tun ist. Also wenn es jetzt wirklich um so Dinge geht wie Mord und Totschlag, so nenne ich es mal, dann wirst du schon erkennen, wann du die Polizei zu rufen hast. Aber du hast auch nicht mehr, nur weil ein Täter verurteilt wurde, nicht mehr die Genugtuung, jetzt sitzt der Alte endlich im Knast. Das wollte ich, das ist Rache. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Kannst du hier ausleben, wird dich aber nicht nach Hause bringen. Wird dich tatsächlich hier in der Horizontalen lassen. Die Horizontale ist immer in der Box, ist immer in diesem Labyrinth und du wirst das weiterleben müssen. Du darfst nie vergessen, dass egal wie schlimm das ist, was der da im Außen getan hat, dass das immer auch etwas mit dir zu tun hat. Du bist nicht getrennt von einem anderen, bist du nicht. Und was du siehst, das erntest du. Und deswegen, wenn du jetzt so etwas erntest, dann musst du so etwas gesät haben. Und da hilft nur die Vergebung. Und da du natürlich total in Selbstliebe auch ankommst, wirst du gut für dich sorgen. Das heißt, du gehst auch aus Situationen raus, die dich oder den anderen oder euch beide immer wieder verführen würden, auf die Bühne zu gehen. Dann kannst du auch den Täter verlassen. Ja, er denkt dann vielleicht, du verlässt ihn, weil er der Täter ist. Aber du machst es aus einem ganz anderen Grund. Du willst kein Karma mehr. Du lehrst nur noch Liebe und der andere, der wird in deinem Geist auch heilen. Das ist, was wahre Vergebung ist. Und Vergebung ist deinem Geist nicht zu eigen, weil in der Ewigkeit brauchst du nichts zu vergeben. Was willst du da vergeben? Da ist alles real und wahr und du bist eben alles, was es gibt. Du bist alles, du hast alles, das ist das Gleiche, das ist dasselbe sogar in der Vergebung, in der Ewigkeit. Und die Vergebung ist ein Tool, ein einfaches Mittel, ein einfaches Werkzeug, um dich zu erinnern, wer du bist. Dafür ist das da. Das ist nicht so ein aufgeblasenes Ding, so, ja, ich vergebe dem und dem vergebe ich und blablabla. So ist das nicht. Das ist ein Gewahrsein. Du brauchst keine Worte. Also im Himmel werden auch keine Worte gemacht. Das sind Frequenzen, Energien, das sind Schwingungen, das ist Liebe.
Und das Tool der Vergebung oder der Verleugnung ist tatsächlich, dass du dich erinnerst, dass das hier nicht wahr ist und dass du hier in einem Traum bist. Und plötzlich wirst du diesen Traum hier auch genießen, weil du von nichts mehr abhängig bist, weil du keine Angst mehr vor Monsterwellen hast, die du nicht surfen kannst. Du weißt, du bist in einem Traum, das dämmert dir immer mehr. Du bist im Gewahrsein dessen, weil du immer öfter hier hinkommst, im Geistesfrieden bist. Und dann wirst du alles, was in dein Leben kommt, sehr viel intensiver wahrnehmen, aber aus der Liebe heraus. Und du hast die Macht wieder an dich genommen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Du hast nicht die Kontrolle über das Außen, was noch auf dich zukommt, aber du hast eine Kontrolle über deinen Geist, wie du die Dinge wahrnehmen willst, in welchem Gewahrsein du bist. Und im Gewahrsein der Liebe, wenn du da einmal angekommen bist, ist es für dich Vergebung selbstverständlich. Und was glaubst du, was da deine Beziehungen heilen werden? Und wie gesagt, wenn du immer noch meinst, der andere hätte es getan, dann glaubst du an die Illusion und dann müsstest du da noch mal ansetzen und wirklich auch dein Vertrauen entwickeln. Das ist super wichtig.